Liebe Herr Steinwallen, zurück in Schottland und noch ein Wort zu unserem neuen Herzogtum, was wir hier geerbt haben. Lancaster, das hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Die Situation, ja, ist jetzt so, dass eigentlich das Herzogtum Lancaster derzeit, ich habe hier die Jura angeklickt, de facto nur aus dieser einen Grafschaft besteht. Nun gut, der Rest des Herzogtums wurde dem Grafen hier übereignet. Ich weiß gar nicht, ob dem das die ganze Zeit gehörte, ob der das jetzt irgendwie bekommen hat. Earl Malcolm von Clydesdale. Ja, der hat jetzt 5 Grafschaften. Der darf eigentlich nur 4 haben. Mal gucken, was er damit macht. Dem gehört das Ganze jetzt hier zu großen Teilen und dem können wir das jetzt auch erstmal nicht wegnehmen. Könnten wir schon, weil er noch katholisch ist, aber das will ich eigentlich nicht machen hier, Grafschaft für Grafschaft. Das bringt ja enorme Beziehungsmali gegenüber den anderen Katholischen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also so ist hier der Stand. Was wir aber tun können, wir können durchaus ihn hier zur Konversion bringen, immerhin. Dann... Nee, das geht nicht. Da müssen wir dann wohl erstmal noch ein Geschenk schicken. Das machen wir auch. So, und jetzt die Konversion fordern. Okay, dann ist er zumindest auf unserer Seite. Wir haben hier noch ein paar andere. Gilchrist. Auch da müssen wir ein Geschenk schicken. Und dann die Konversion fordern. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Jirik von Poys. Da versuchen wir es auch mal ein Geschenk. Plus 30. Das wird nicht genügen für die Konversion. Na gut. Wir haben übrigens gefährliche Fraktionen, aber warten wir erstmal ab, bis jetzt die Konversionsanfragen da durch sind. Okay. Also, er kommt, er auch. Und eine neue Baronie, die vererbt wurde. Und wir gucken nochmal nicht hier rein, sondern hier bei den Fraktionen, genau. Da gibt es ein paar gefährliche. Die müsste er eigentlich direkt gleich auflösen, aber die hier, die ist unangenehm. Hier werden wir auch nochmal ein Geschenk senden und ist der schon, ach, der ist schon Lolade, der ist einfach nur so nicht besonders gut auf uns zu sprechen. Nun gut, ja, hier können wir was tun, genau, wir können nämlich eine rechtmäßige Einkerkerung gegen den Großregenten durchführen und ja, allerdings könnte das heikel werden. Das könnte heikel werden, weil der hat, glaube ich, viele Freunde. Einige sind unzufrieden. Das könnte eine relativ große Revolte werden. So, wir gucken trotzdem mal, wo befindet er sich eigentlich ganz genau? Da? Ach so, weil er mit einer Armee unterwegs ist. Tatsächlich, kordobanische Armee. Makurien. Dann weiß ich gar nicht, wo man den Marschall hinschicken muss, damit die Festnahmewahrscheinlichkeit höher wird. Wir werden es einfach jetzt so probieren. Mit 12% wird er sich dem entziehen und es wird zu einer Rebellion kommen. Die Frage, sind wir bereit dafür? Ich denke ja, versuchen wir es. So, meine Wachen, Großregent Gesadin, konnten wir nicht fangen. Jetzt gibt es eine offene Rebellion zu den Waffen. Gut, dann schauen wir mal. Wer ist denn jetzt alles rebellisch? Hier unten Makuria, wir sehen die Truppen. Okay. Gut, wir brauchen also eigentlich eine Armee hier und eine Armee dort, um jetzt da einen Schlussstrich zu ziehen. Wir haben hier aber noch technologischen Fortschritt und ich denke, wir machen mal Sitten des Adels. Bringt uns nochmal Meinung der Vasallen plus 3%. So, jetzt heißt es hier hoffen, dass wir mit unseren loyalen Truppen ausreichend Armeen zusammenkriegen. Wir machen das mal hier irgendwie lokal. Mal gucken, was hier kommt. 2400, das ist schon anständig. Hier ist nichts, hier auch nicht. Hier. Genau, das neue Bistum, das bringt natürlich jetzt nicht so viel. Okay. Gut, hier ist einiges zusammengekommen. Die sammeln sich dann mal hier. Wir könnten hier noch weiter ausheben.
bist du auf unserer Seite mit deinen 1200. Machen wir das mal. Dann musst du gleich mal hier durch Feindesland marschieren. So, was wir aber unbedingt auch machen müssen, wir müssen Befehlshaber vergeben. Und Guillaume wird auf jeden Fall einer werden. Jurik. Aber hier, Fergus, den können wir auch nochmal zur Konversion auffordern. Das müsste auch klappen. Und dann nehmen wir noch Lawrence, den Earl von Caithness. So. Wen wollten wir jetzt zur Konversion auffordern? Ihn hier, ne? Ach, das geht gar nicht. Weil er... Warum geht das nicht? Hallo? Merkwürdig. Nun gut. Warten wir das mal ab. So, und jetzt müssen wir hier hinkommen, um den Krieg zu gewinnen. Und dafür müssen wir in der Heimat ein bisschen was ausheben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein bisschen was. Mal gucken. 7000. Ja, wir werden natürlich mit Schiffen losfahren. Wo wir noch von unseren absolut loyalen Leuten... Was? Du kannst uns nichts mehr geben. Na gut. Ah ja, und unser Freund hier, unser Onkel, mein Cousin ist es, auf den Orkneys, der muss natürlich auch noch was beisteuern. Gut, dann haben wir hier 7000, ja, weit über 10.000 werden wir werden. Mal gucken, ob das reicht dort. Wir marschieren mal hier nach Galloway, alle Mann. Kommst du? Achso, wir müssen da noch eine Flotte ausheben, sonst kommen die natürlich nicht rüber. Wie ungeschickt. So, dann lande bitte mal dort in Galloway. Ihr marschiert hier auch hin. Und der Rest ebenso. Und das Gefolge dorthin. Okay, Leute. So, wir können ein de jure Herzogsanspruch durchsetzen. Für Herzog Connell den Zweiten. Ja, warum nicht, ne? Gegen unseren Feind. Warte mal. Weiß ich jetzt gar nicht, wie man das macht. Na, ich würde mal sagen, wir kämpfen erstmal. Das ist überschaubarer. So. Sammeln wir unsere Truppen. Oh. Was ist das? Befreundete? Nee. Das ist noch ein anderer Kampf, der hier zusätzlich tobt. So. Hier haben wir nichts Neues. Hier warten wir mal, was hier zusammenkommt. Und beziehungsweise springen mal direkt hier rüber. Um auch hier unsere Truppen zu erwarten. Okay, da brauchen wir noch neue Schiffe. Mal gucken, was dort unten auf uns wartet. Also das hier sollte ja kein Problem sein, wie man sieht. Aber wir warten, wie gesagt, erstmal die Sammlung der Armee ab. So, oh, wir haben unseren Kämmerer verloren. Usten scheint gestorben zu sein. Damit müssen wir einen neuen benennen. Und wer kommt dann hier zu uns? Wir haben einen sehr, sehr guten, erfahrenen Mann, Josephus. Den könnten wir nehmen. Paranoid, stur, gebrechlich. Ich weiß nicht. Und wir könnten Gonzalo nehmen. Der Herzog, unser Cousin, der scheint auch fähig zu sein. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir den. Ist in absoluter Ordnung. Und wir brauchen natürlich dann auch einen neuen Hofarzt. Oh, das ist aber... wirklich wichtig, dass wir den benennen. Es gibt sogar einige, die in Frage kommen. Zum Beispiel Arthur, der Abt von Elgin. Hat er dann entsprechend Erfahrung? Ich weiß gar nicht genau. Aber wir haben großes Vertrauen in diesen Kirchenmann. Ich denke, wir machen das einfach mal. Oder nehmen wir einen dezidierten Arzt. Hier zum Beispiel angesehener Arzt. Nee, wir glauben hier. Und deswegen
passt das schon. So, mit Freuden melde ich, dass euer vom Wege abgewichener Untertan irgendein Bürgermeister, ah ja, von Hebron, übergetreten ist. Sehr, sehr schön. Ist das alles Wirkung dieser Konversion? Eigentlich nicht, ne? So, die Armee ist jetzt erstmal beieinander. Mora ist hier unten am Kämpfen. Und die Frage ist, hier gibt es eigentlich keine wirklich große Armee. Wir beginnen dann, würde ich mal sagen, mit den Belagerungen. Und hier drüben ist die Armee auch beisammen. Sehr schön. Und da segeln wir jetzt mit rüber. Brauchen wir bloß noch ein paar mehr Schiffe. Das sollte allerdings reichen. So, die ziehen wir zusammen, soweit das geht. Und dann, ups, auf die Schiffe und rübergefahren. Wo landen wir am besten an? Hier würde ich sagen. Oder dort. Das ist natürlich noch besser. Machen wir das so. Fahren wir in den Golf von Valencia. So. Diverse Entzüge. Dann bleiben wir vorerst mal hier bei diesen Freunden. Was haben sie hier für eine Belagerung gegen 2300? Na, mal sehen. So, kurz nachdem ich Jirik zum Holzfällen abholte, begann er sich zu beschweren. Offenbar hatte er starke Magenschwerden. Beschwerden? Jirik. Was ist denn das nochmal für ein Jirik? Warum kümmern wir uns um den? Erzieherin ist aber eine andere. Na gut. Puh, vielleicht stimmt mit ihm etwas nicht. Hm. Jirik freut sich über Tee und Brot. Er dürfte sich schon bald wieder erholen. Okay, er wird träge, aber das ist, glaube ich, nicht so entscheidend für uns. Die Schiffe sind unterwegs. Es freut mich zu hören, dass die Grafschaft von Orkney nach einer Zeit des Friedens und Gewand der Verwaltung aufblüht. Hervorragend. Sehr schön. So, hier unten. Als ich meinem Freund Erzbischof David III. Vorstellte, hatte ich große Hoffnung. Ich hoffte, dass sie schnell Freunde werden würden, sodass wir Zeit miteinander verbringen könnten, wir alle drei. Ja, wunderbar. Das heißt, es ist eine Dreierfreundschaft, wenn ich das richtig sehe, geworden. Sehr schön. So, hier läuft die Belagerung. Und was ist das bitte? Gefährliche Fraktion. Arthur für Ägypten. Michael der Weise ist hier Redelsführer. Na gut. Bibliotheken wurden jetzt gebaut und Krankenhäuser. Ach, das ist schön. Wo werden wir denn hier belagert? Da unten. Okay. Na gut. So, die Suppenküche ist gebaut worden. Sehr schön. Oh, hier landen doch tatsächlich Soldaten an. Wer hätte das gedacht? Aber das ist kein Thema. Wo ist unsere Flotte? Sie ist jetzt hier. Oh ja, dann wird es natürlich höchste Zeit, dass wir da rausmarschieren. Und hier den Rebellen zeigen. Wer hier der Machthaber ist. Okay. Der erste kleine Sieg ist unser. Da ist eine Frau gestorben. Gut. Was passiert hier? Wir stehen mit 12.000 Mann da. Ach. Hey, warte mal. Was ist denn jetzt los? Wo sehe ich denn bitte unsere Makuria? Ist das Gebiet hier aus unserem... Haben die sich angeschlossen irgendwo? Was ist denn hier los? Spinnig? Das ist ja hier nur noch eine Provinz, die übrig geblieben ist. Wartet mal, die andere haben wir, glaube ich, aufgrund einer Nachfolgesituation verloren, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Und das Gleiche könnte hier bei ihm immer noch passieren. Wisst ihr was? Wir machen was anderes. Es gibt hier ein Gesetz. Ah, verdammt. Wir sind Bürgerkrieg, sonst hätten wir das jetzt durchsetzen können. Das müssen wir danach mal dringend machen. Wir haben hier, glaube ich, drei Provinzen verloren, weil wir nicht aufgepasst haben.
weil die aus dem Reich ausgeschieden sind. Das wurde uns warnend auch angezeigt. Das ist eine andere Revolte, die uns jetzt nicht betrifft. So, Gilroy braucht einen Bildungsschwerpunkt. Okay. Intrigant oder Grundlagen der Verwaltung? Machen wir mal Verwaltung. Unser Bruder. Mal sehen, was aus dem noch wird. So. Ich hänge ja immer noch dort rum. Wir müssen einfach nur hier hin marschieren. Ach Mensch. Aber wie kommt das? Hat das was jetzt mit diesem Krieg zu tun, dass die in dem Moment rausgegangen sind? Möglicherweise, ich weiß es nicht genau. Okay, ein erster Sieg hier. Tja, jetzt die Frage, belagern wir dort weiter? Ziehen wir runter, um den Gegner einmal zu schlagen? Ich denke, das machen wir. Wir werden mit der Armee hier mal runterziehen und kümmern uns jetzt hier um diese Ereignisse. Als ich mich in meine Gemächer zurückzog, fand ich auf dem Bett voll Entsetzen ein katholisches Exemplar der Schrift Bibel. Zuerst dachte ich, jemand habe es dort hingelegt, um mich belasten zu können. Doch dann sah ich eine Notiz auf dem aufgeschlagenen Buch liegen. Ich glaube, das werdet ihr interessant finden. Gebt diesem Buch bitte eine Chance. Gezeichnet ein Freund. Ja, Leute, es gibt nicht ein katholisches Exemplar. Das ist die Bibel. Die Lolladen hatten keine andere Bibel. Was machen wir denn jetzt? Der ganze Aufwand möglicherweise umsonst, weil er jetzt... Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er die Bibel sich vom Hals schafft. Es gab damals keine... Ich weiß nicht. Also was sie ja betrieben haben, ist, dass sie also eine englische Version der Bibel versucht haben, in den Umlauf zu bekommen. Vielleicht könnte man das als den Unterschied verstehen. Dass es jetzt eine alte, nicht volkssprachliche Bibel ist. Ja gut, und insofern wird er sie sich vom Hals schaffen. Also machen wir das mal so. Sonst wäre es jetzt wirklich merkwürdig. So, Edgar ist zurückgekehrt. Wir sind auf dem Marsch nach Makuria und haben hier leider erstmal eine Belagerung verloren. Ja, das wird eine Zeit dauern, ehe wir da unten sind. Aber es ist, glaube ich, wichtiger, dort die Armeen zu besiegen. Ne? So, hier... Ah, hier haben wir schon eine feindliche Armee. 11. März in Valencia. Wollen wir die vielleicht erstmal besiegen? 20. Ja. Greifen wir erstmal die Armee an. 24. 29. Das wird nichts. Er bleibt stehen. Na gut, dann hilft es nichts. Dann müssen wir hier belagern. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir können die Armee zwei teilen. Und mit dem einen Teil losmarschieren. Und versuchen, sie zu stellen. 4. April. 8. April. Ja, ja, ja. Das alte Spielchen. Mal gucken, ob wir sie so treiben können. 19. 19. Vermutlich wird das nix. Doch, wir treffen sie. Sehr schön. Okay, unser Kämmerer hat sich zurückgezogen. Und wir wohnen in dieser Schlacht mal bei. Von Alacuas. Die hervorragend zu unseren Gunsten ausgehen wird. Sehr schön. Okay, hat nicht viel am Kriegsstand jetzt beigetragen. Aber egal, wir ziehen uns dann hier erstmal zurück und gucken, was ist hier... Achso, gefährliche Fraktion. Ja, wo ist jetzt hier unsere Armee? Jetzt kommt sie langsam. Der Gegner flieht allerdings. 11. Juni, 16. Juni, haben wir das gleiche Spiel nochmal. Und jetzt bleibt er stehen. Gut, dann marschieren wir da rein und von dort aus vielleicht weiter. Oder wir teilen uns auch auf, wäre auch eine Möglichkeit. Aber hier kommt es zur Schlacht, sehr gut. Dann können wir dort gleich die Stadt zurückerobern. In der Wüste. Die Schlacht von Afad. Und wir haben auch noch eine Flussüberquerung.
werden das aber, denke ich, trotzdem souverän hinbekommen. Mit Mora an der Spitze der Armee klappt das schon. So, der Sieg ist unser und Jona ist erneut schwanger. Diesmal hoffentlich mit einem Sohn. So, dann würde ich sagen, belagern wir hier. 334, da können wir ja direkt angreifen, oder? Jawohl. Das war eindeutig. 68%. Ja. Dann würde ich sagen, belagern wir erstmal weiter. Verfolgen später vielleicht noch die Armee. Hier sind wir in Makuria. Hier brauchen wir eigentlich nicht zu verfolgen, weil es hier vor allem um die Eroberung dieser Stadt geht. Warte mal, aber ich gucke trotzdem nochmal. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich nur diese eine Provinz übrig geblieben. Es ist doch wirklich überschaubar, mit wem wir jetzt hier im Krieg sind. Ach Mensch, aber ich bin mir... Was hier wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß genau, es gab hier eine Gräfin, die hatte keinen Nachfolger und die war schon relativ alt. Und da kam in der Tat die Warnung, dass das aus dem Reich ausscheiden könnte. Aber hat das jetzt mit diesem Bürgerkrieg zu tun, dass sie dadurch irgendwie unabhängig geworden ist und keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Da verlieren wir drei Grafschaften, die, glaube ich, einiges an Gold und Steuern gebracht haben. Oh, hier ist ein kleiner gegnerischer Trupp. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Also, bleibt dran, macht's gut, euer Steinwallen.